dieser Folge dreht sich alles um das Powerboot. Wir fahren auf dem Mississippi und ein paar andere Strecken. Das wird richtig spaßig. Schaut es euch an. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen. Wir machen weiter mit der Crew und zwar fahren wir Powerboat an der Pazifikküste und da schauen wir mal, ob wir da was reißen. Normalerweise Fahrzeug wechseln, na klar. Gucken wir mal, genau, das ist schon unser Powerboat. Da wollen wir mal zum Starterfeld fahren. Geht erst, wenn er aufgehört hat zu reden. Noch 20 Sekunden Zeit, uns hier einzureihen. Na komm. Was gar nicht so einfach ist. Hier. Ach, sehr seltsam. Na okay. Da sitzt ja wieder unser trübsinniger Rennfahrer. Sollen wir erstmal ordentlich Gas geben mit unserem Boost. Die Strecke hier bin ich schon so oft gefahren, ich weiß es gar nicht. Und nie hat es geklappt mit dem Sieg, weil die anderen einfach so wahnsinnig schnell waren bisher. Wollen wir mal schauen, ob es diesmal besser wird. Aber ich sieht fast nicht so aus. Platz 3, na gut, Platz 3 wäre okay. Wir brauchen ja nur die Top 3 zu erreichen. Oh, jetzt hat er mich abgedrängt. Das gibt's nicht. So, ich fahre dir mal hinterher. Kann man nichts verkehrt machen. Wenn natürlich auch ein paar, da geht's rum. Und wir haben natürlich ein paar Performance-Teile, die uns hier auf jeden Fall weitergeholfen haben. Da können wir ordentlich Gas geben. Und da vorne geht's weiter. Mal Gas geben. Wenn das alles so wäre, ne? Da am Schiff vorbei und dann scharf links. Dann müssen wir durch, okay. Da steuern wir auf den nächsten Punkt zu. Und dann geht es hier links rum. Wir wollen mal ordentlich Gas geben. Und dann müssen wir so rum. Dann tauchen die aus dem Nichts auf. Die anderen. Genau, so rum. Am besten immer schön Vollgas. Das ist Ziel, jetzt sind wir wahrscheinlich gleich überholt von zig Booten. Oh wow, das erste Mal, wo wir erster sind, ist nicht schlecht. Das war mal richtig gut. Vielleicht haben sie auch irgendwas geändert, dass es auf einmal klappt mit dem Sieg. Denn vorher war das echt unmöglich. Ich bin jetzt so oft gefahren. Hat nie geklappt mit dem Sieg. Ah, okay. So, Kehr zum freien Fall. Das ist natürlich so eine Sache. Jetzt müssen wir natürlich, jetzt wollen wir zwar das nächste Rennen fahren, aber wir möchten natürlich unser Boot ausstatten. Das heißt, wir müssen hier unser Boot ausstatten. Das haben wir jetzt hier bekommen. Getriebe sieht gut aus, okay.
Gaspedal. Kann man nichts verkehrt machen. Und dann müssen wir natürlich wieder das hier anwählen. Und dann machen wir mal Key West, kenne ich gar nicht. Das können wir auch mal fahren. Wenn du ein großer Fahrer bist, mit Tourenwagen, Rennwagen, Flugzeug, Einrad, Powerboot, dann musst du an einen Punkt kommen, an dem du instinktiv reagierst. Ernsthaft. Einen guten Rennfahrer macht's doch nicht aus, dass er nach Instinkt fahren kann. Ja, hier wieder, ne? Jetzt müssen wir uns das mal wieder so irgendwie so rumdrücken. Ja. Und dann sind wir auf unserem Platz. Und dann schauen wir mal, ob wir Top 3, okay. Da muss man, ja, ich hab schon gesehen. Das war gerade so wie bei GTA im Hafen. Bloß nicht gegen den Brückenpfeiler fahren. Und immer schön Speed geben mit dem Turbo darum. Die Keys, kann es sein, dass die Keys vielleicht doch in Los Angeles sind? Weiß ich gerade gar nicht. Wird vom Aussehen her total Sinn machen. Der ist gerade über mich drüber geflogen. Da wäre ein Kreuzfahrtschiff. Sieht auch schön aus, ne? Mustang. Kann man nichts sagen. Da haben wir eine Yacht. Hier springen wir mal und machen wir mal boosten. Links rum. Die fahren also enge Kurven, deswegen sind die auch schneller. Das kann ich aber nicht. Also nicht, wenn ich die Strecke nicht kenne, dann kann ich auch keine engen Kurven fahren, weil ich nicht weiß, ob es lang geht, da wäre man fast so eine Boje entgegengeflogen. Da springen wir mal. Sehr cool. Und dann wäre voll Power. Da vorne sind nochmal gesprungen. Sieht fast so aus. Rachel haben hier vorne. Die am Powerboot gerade rockt. Und da geht es dann hier rein. So Powerboot finde ich auch gar nicht immer so schlecht. Ne? Hat auch was. Die anderen, diese anderen Boote, wo wir da noch, ich weiß gar nicht, wie die heißen, da reiße ich ja gar nichts. Und die sind da lang. Und da vorne ist das Ziel. Mal gucken, ob man da als zweiter, ja, zweiter Platz ist okay. Kann man echt nichts sagen. Zweiter Platz. Nicht schlecht. Schade, dass auch in dem, wo die Zeit steht, damit man gebraucht hat. 2 Pakete wieder. Service. Performance-Pakete. Die rüsten wir natürlich gleich aus. Ganz klar. So, und da haben wir Motorblock. Okay. Und wir haben Auspuff. Kann ja auch wichtig sein, ne? So, Aktivitäten. Pro Racing. Wollen wir noch eins fahren? Ja, wir fahren noch eins. Und zwar, oh, Mississippi, das hört sich aber nicht schön an. Okay, jetzt haben wir 2 Stück gewonnen. Jetzt können wir mal so ein Mississippi-Rennen machen. Ich glaube nicht, dass wir da was reißen. Ich habe das schon so im Kopf. Mit den ganzen Kurven und die ganzen kleinen Inselchen im Wasser und Bäume überall am Ufer. Das wird nicht schön, kann ich mir vorstellen. Wir könnten es mal lackieren, unser Boot. Fällt mir gar nicht von der Farbe her, von der Beschriftung. Können wir natürlich anschließend noch machen. So, da links und nach vorne. Genau, das ist natürlich mal, das sieht man schon zum ersten Metern, liegen wir ganz hinten dran, und wenn das der, ja, das ist nicht schlecht, ich habe ja gesagt, rechts, links, viele Bäume, ist auch ganz schön breit, der Mississippi hier, das ist okay, da muss ich durch, Leute,
Ja, ich glaube, es ist gar nicht so schlimm, wenn man mal das letzte Rennen total schlecht ist. Die ersten beiden waren ja richtig gut. Deswegen belohnen wir uns trotzdem am Ende und besorgen uns eine neue Lackierung fürs Boot. Dann nochmal ordentlich Gas geben. Da muss man echt immer drauf achten, dass man hier den Boost benutzt, wenn er voll ist. Oder wenn er halb ist. Je nachdem, wie man gerade unterwegs ist. Wenn man mal ganz vorne mitfährt, dann kann man ja ruhig warten, bis er komplett gefüllt ist. Ansonsten muss man zwischendurch auch mal ein bisschen boosten. Jetzt sind wir auf Platz 4. Und da, das ist einfach so eine Sache, dass man nichts sieht kurzzeitig. Das ist halt beim Motorrad genauso gewesen, das ist ja furchtbar. Jetzt fand ich alle näher klar. Ist natürlich nicht so zeitintensiv als zu springen, wenn man hier außen rum fährt. Die Rachel ist wieder ganz vorne. Okay. 70% Hammer. Ich fahre jetzt einfach mal hinterher. Da kann man nichts verkehrt machen. Die weiß, wo das Ziel ist. Da, genau. Nicht schlecht. Dann hier rum. Und wir fahren natürlich auch da drumherum. Die macht es schon wichtig. Ja, von wegen hier coole Sprünge machen und Zeit verlieren. Nein. Der wird einfach mal außen rum gefahren. Und die ist wahnsinnig schnell. Da muss sie jetzt springen. Okay, mach ich mal mit. Und da vorne ist das Ziel. Und wir sind Nummer 2. Okay. Nicht schlecht. Zweiter ist okay. Bei jedem anderen Spiel würde ich mich ärgern. Aber da wir die Top 3 erreichen müssen, sollen, dürfen, können, das ist auch völlig wurscht. Da haben wir wieder zwei Performance-Teile. Die gucken wir uns natürlich an. Und zwar haben wir hier Ruder, Pedale. Das gucke ich mir jetzt mal genauer an. Das ist das Ruder. Okay, Ruder ist wichtig. Und das ist das Gaspedal. Na, coole Sache. So, wir können das natürlich auch. Ich gehe mal ganz zurück. Das war jetzt blöd, ne? Das wollten wir nicht haben. Performance. Okay. Dann machen wir es einfach mal so. Und da muss ich natürlich die Karte hier. Ja. Ah ja, so. Wir wollen ins Hauptquartier. Das ist da unten. Home. Betreten. Und da gucken wir uns doch mal an, ob wir unser Boot nicht ein bisschen verschönern können. Ich hoffe doch mal schon. Na also, da ist es doch schon. Unsere Na. Boah. So, jetzt würde ich es aber doch ganz gern auswählen. Na. Anpassen. So, wo wir es haben. Performance. Können wir natürlich komplett vergessen, haben wir schon ausgerüstet. Warum das da immer noch angezeigt wird, weiß kein Mensch. Aussehen geht noch nicht. Verzierungen und Farbe, Verzierungen. So, wir gucken uns die Top 100 an. Naja, das ist ja jetzt nicht so der Bringer. Das sah doch ganz gut aus. Die Crew 2, 7 Days, Red Bull. Da haben wir noch mehr, das ist alles so schlicht, ne? Gucci, natürlich. SpongeBob hat natürlich auch was. Das geht ja gar nicht. Das sieht auch schön aus, ne? So im Manga-Stil Deadpool haben wir. Dann diese Raubfisch-Lackierungen.
Finde ich jetzt bei Flugzeugen gar nicht so schlecht, bei Booten, ich weiß nicht. Da Karibik und was haben wir denn noch? Durex, ja, ganz toll. Das ist alles schon wieder Gucci. Ich habe eigentlich schon meine Wahl getroffen, ne? Das ist alles nicht so schön. Aber es braucht ewig, bis es mal geladen hat, ne? Ja. Das braucht. Ich weiß nicht, warum es so lange dauert mit dem Laden. Gefällt mir alles gar nicht. Ach, klasse. Pickle Rick. Nee, das ist alles mal echt gar nicht meins. Was? Okay. Monster Energy, das sieht aber ziemlich verhauen aus. Meine Rot, ich mag auch kein Brot in Rot haben. So, das ist. Nee. Das. Boah, das sieht ganz gut aus. So, war mal mein Geländewagen lackiert. Dortmund. AMG. Also vieles sieht halt wirklich richtig hässlich aus. Das muss man echt mal dazu sagen. Und so einfarbig muss ja nicht sein. Monster Energy. Weiß nicht. Es wird zu viel Rot mit drin. Da auch. Da sowieso. Können natürlich auch die Grundfarbe von meinem Boot ändern. Das ging ja auch. Das alles. Das geht halt echt gar nicht da. Wie heißt die Comicserie? Ich weiß es gerade gar nicht. Okay. Das ist halt mal alles echt nichts. Lifeguard. Police. Einen Haifisch. Und alles andere hier. Hm. Also, ernsthaft, wir machen das so, ich nehme das hier vorne. Das war halt wirklich mit Abstand noch am besten gewesen. Aber wir nehmen das SpongeBob. Wir nehmen das, was haben wir noch gehabt, ne? Das sah auch ganz gut aus. Wir nehmen einfach mal das hier anwenden, klar, fertig. Da haben wir ein schönes farbenfrohes Boot. Perfekt. Und in der nächsten Folge schauen wir mal, was wir da fahren. Bis dahin wünsche ich was, macht's gut. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Im nächsten Teil geht es selbstverständlich weiter. Hat es euch gefallen, dann lasst einen Daumen da, kommentiert das Video oder wenn ihr keinen weiteren Teil verpassen wollt, abonniert uns einfach. Wir freuen uns darüber. So, und dann verabschiede ich mich, bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche noch viel Spaß mit den anderen Videos. Macht's gut, bis bald.